Hallo Freunde des gepflegten Motorsports. Ich werde jetzt mal probieren, dass ich ein bisschen mit Akzent schmatz. Dann wird das Ganze vielleicht ein bisschen flüssiger. Vielleicht wird es sogar authentischer, wer weiß. Ich muss sagen, ich habe die Schnauzen ein bisschen weit aufgerissen. Ich habe euch im letzten Video gesagt, dass ich mehr Videos machen werde, mehr Videos hochladen. Hab tatsächlich noch mal ein Video mit dem Kameramann vom letzten Mal Draht. Das ist allerdings seit drei Wochen warte ich auf die Videoaufnahmen. War natürlich in der Zwischenzeit schon andere Rennen. Und ich glaube auch nicht, dass das noch was wird. Ja, mir selber fehlt leider das Equipment, damit ich ordentliche Videos mache. Ich habe auch keinen Kameramann, den ich irgendwie auf die Veranstaltungen mitnehmen konnte, damit ich euch mit dabei habe, damit ihr mal seht, wie das Ganze abläuft. Ich möchte euch trotzdem nicht vorenthalten, wie die Saison für mich ausschaut. Vielleicht ist es für den einen oder anderen interessant, wie das so läuft bei so einem blutigen Anfänger im Amateursport. Das Video, was nichts geworden ist, das war, glaube ich, das Rennen nach Auerbach, das letzte Video, was ihr gesehen habt. Danach war der Blattslalom in Weidwörth. Genau. Das habe ich davor, war nicht mehr vorbereitet auf die Videos. Geht dann faselt mich trotzdem wieder. Wisst. Dieses Onboard-Video von Weidwörth, das könnt ihr euch jetzt einfach mal anschauen. Und dann erzähle ich noch ein bisschen was dazu. Weidwörth war das erste Rennen, wo ich langsam wieder ein bisschen Vertrauen in mein Auto gekriegt habe. Es ist ja über den Winter viel passiert. Andere Reifen, andere Fahrwerk. Das Fahrwerk habe ich jetzt schon langsam so eingestellt, wie es bei meinem Fahrstil passt. Der Motor hat wieder Leistung. Dementsprechend war ich einfach ein bisschen feig. Es war in Weidwörth war für mich die Hinterachse noch zu stabil. Mittlerweile ist sie nicht mehr so stabil. Was besser zu meinem Fahrstil, weil man mit dem Heck ein bisschen ausschwenken kann. Mit der Leistung war ich ganz zufrieden. Das nächste Rennen, das war dann wieder Staatsmeisterschaft. Staatsmeisterschaftslauf, zweiter Lauf zur österreichischen Slalommeisterschaft. Das war in Steyr. Da habe ich mit einem Teamkollegen, der das erste Mal bei der Staatsmeisterschaft dabei war, der sonst nur bei der Salzburger Landesmeisterschaft mitfährt, habe mir anfangs um einen dritten Platz gekämpft, der war immer ein bisschen schneller wie ich. Immer so ein bisschen schneller. Das erste Mal dabei und nehme meinen dritten Platz. Na Spaß, ich vergunne sie. Christian Eismann vergunne ich das. Auf jeden Fall. Zweiter Wertungslauf, Supergau. So leichte Bergabstrecke, Kurve anbremsen. In dem Moment keine Bremsleistung. Also nicht in die Kurve, sondern geradeaus. Am Tor vorbei. Zeit natürlich im Arsch. Entschuldigung den Ausdruck. Und es ist dann. Ich muss mich da so aufs Fahren konzentrieren, ich sag's euch. Und dann ist er. Dann habe ich im dritten Lauf habe ich einfach die Zeit nicht mehr gut machen können. Die Videos schauen auch sehr langsam aus. Aber ich sag's euch trotzdem. Thank you.
Lauf in Steyr. Dort war dann wieder Salzburger Landesmeisterschaft auf dem Programm. Der Platzslalom in Lengau, als erste Mal, dass dieses Rennen veranstaltet wurde. Fast so ein bisschen back to the wood, so klassischer Alterslalom. Kurze Sprintdistanzen, kleine engen Kurven, also mit meinem Auto erster Gang. Wobei der erste Gang sehr kurz übersetzt ist, weil ich generell das Problem habe, erster Gang zu kurz, zweiter Gang zu lange in den engen Kurven. Da habe ich aber mit dem ersten Gang fahren können. War im Großen und Ganzen mit der Leistung bei diesem Rennen zufrieden. Man muss halt dazu sagen, bei den Salzburger geht es bei mir nicht wirklich um Platzierung, weil das Auto ist für die Staatsmeisterschaft gebaut. Da darf ich reglementtechnisch ein bisschen andere Sachen machen. Es sind nur Kleinigkeiten, die nicht extrem viel ausmachen. Allerdings bei den Salzburger in dieser Division nicht erlaubt, weil Staatsmeisterschaft vorher so eine Zwischendivision, die es bei den Salzburger nicht gibt. Dementsprechend vorher bei den Salzburger haben wir uns darauf geeinigt, ich fahre in der Division 2 mit, bei den richtigen Rennautos. Weil wenn irgendwas aufkommt, was ich bei dem Auto gemacht habe, was nicht passt, bevor ich der Beschissbruder bin, machen wir es so. Im Endeffekt geht es um die Übung, ums Erfahrung sammeln. Ich weiß nicht, wann ihr das nächste Mal ein Video von mir in der Form sehen werdet. Wie gesagt, ist ein bisschen schwierig, kein ordentliches Equipment, kein Kameramann, nichts dabei. Ich werde aber auf jeden Fall in Zukunft wieder diese Onboard-Videos hochladen, wie ich es anfangs gemacht habe. Immer so ein, zwei Tage nach dem Rennen spätestens, damit man sich zumindest das anschauen kann. Ich werde es aber wieder von mir hören. Ich weiß noch nicht wann und ich weiß nicht wie, aber es wird auf jeden Fall wieder was kommen. Ein Rennen gibt es, das will ich euch noch zeigen, das war der Staatsmeisterschaftslauf in Pfunsdorf. Ich muss sagen, geiles Rennen, super viel Spaß gehabt. Ersten Pokal dieses Jahr mit heimgenommen. Bescheidener dritter Platz. Das werdet ihr jetzt noch sehen. Wir sehen uns auch noch wieder. Und viel Spaß damit.